Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Heute werde ich euch zeigen, wie man eine Website mit Hilfe von Photoshop und Adobe Dreamweaver CS4 hinbekommt. Diese Webseite wird dann ähnlich aussehen wie meine, das heißt eine durchgehende Menüleiste mit den einzelnen Buttons, darüber ein Logo, das ich nicht erstellen werde, und darunter dann Text. Und das erste, was wir verwenden, ist Photoshop. Da gehen wir dann auf Datei und auf Neu. Wählen bei der Höhe 2000 Pixel aus, damit, wenn man einen längeren Text hat oder auch eine größere Tabelle, dass nicht sofort man den unteren Rand erreicht hat, und als Breite, wenn man 100 Pixel. Wenn man jetzt aber eine Website erstellen will, wo man zum Beispiel mit verschiedenen Pinseln arbeitet, Feuerwerk im Hintergrund etc., würde ich eine Fixgröße auch von 2000 bis 2500 Pixeln empfehlen, da ihr dann nicht alles zum Schluss zusammenschneiden müsst. Gut, unsere Eingabe bestätigen wir damit okay. Dann erscheint hier unser Bild. Und jetzt nehme ich mal ein Hintergrundfarbe ein Orange zu ein Dunkelrot. Und wähle dann hier das Verlaufswerkzeug. Wichtig ist linearer Verlauf oder ein reflektierter Verlauf. Der muss aber auf jeden Fall 100% gerade sein. Das zu erreichen, halten wir einfach die Umschalttaste gedrückt, indem wir, wenn wir unseren Verlauf ziehen, und dann haben wir hier unseren Hintergrund. Dann erstellen wir uns eine neue Ebene. Wir nehmen hier das Linienzeichnerwerkzeug, nehmen den hier als Modus. Die Farben sind noch egal. Stärke würde ich von 20 bis 25 Pixeln empfehlen, das ist dann unsere Menüleiste. Und auch damit ziehen wir wieder einen komplett geraden Fa Strich, einfach mit der gedrückten Umschalttaste. Lassen diese dann los und haben da oben jetzt unsere Menüleiste. Da zoomen wir jetzt einfach ran. Drücken mit gehaltener Steuerungstaste, klicken wir auf die Ebene-Miniatur und wählen jetzt hier einen Verlauf. Ich nehme jetzt einfach mal helles Pink zu dunklen Lila. Auch hier wieder ein Verlauf. Linearer Verlauf. Exakt gerade. Was man auch nehmen kann, ist den reflektierten Verlauf aus der Mitte heraus. Sieht dann so aus. Ich glaube, das lasse ich jetzt auch bei. Dann drücke ich STRG und D, um die Auswahl aufzuheben. Und gehe jetzt auf Bearbeiten, freies Transformieren. Die X-Achse kann so bleiben. Bei der Y-Achse müssen wir uns jetzt darüber schon im Klaren sein, wie groß unser Logo werden soll. Wenn unser Logo jetzt beispielsweise 100 Pixel ist, würde ich empfehlen, dass wir 120 bis 130 unser Mittelpunkt der Navigationsleiste runtersetzen. Das mache ich jetzt einfach, weil ich setze mal auf 120 Pixel. Und jetzt gehe ich auf Datei, für Web und Geräte speichern. Wähle dann hier als Format JPEG. Das würde bei einem normalen 56 Kilobyte Server eine Sekunde dauern, um diese Grafik zu laden. Wahrscheinlich sogar noch weniger. Klicke ich hier auf Speichern. Das wird unser Background. Einfach BG. Ich habe schon mehrmals versucht, dieses Tutorial zu erstellen, deswegen sind auch alle Seiten noch drin und Grafiken. Die werden aber alle überschrieben jetzt. Einfach dann auf Speichern. Kommt das Dialog, wollen Sie ersetzen? Ja, will ich ersetzen. Jetzt gehe ich mal wieder auf Datei. Neu. Bei der Höhe wählt man jetzt 20 Pixel. Das ist so ein Standardwert. Ja, eigentlich der Wert unserer Navigationsleiste, so soll das einfach sein. Und als Breite 100 bis 120. Klicken OK. Wählen jetzt hier unser Textwerkzeug. Wichtig ist mittlere Anordnung. Wählen als Farbe jetzt hier so ein Mintgrün. Klicken circa mittig und schreiben da jetzt Startseite. Jetzt gehen wir auf Bearbeiten, freies Transformieren. Wählen bei X50, weil das
exakt die Hälfte von 100 ist. Und bei y wählen wir 10 aus. Das ist auch ein Trick für, wenn man dann mal Grafiken genau in die Mitte setzen will, einfach die Hälfte der Grafik nehmen, die dann hier oben reinschreiben. Das Ganze bestätigen wir dann hier mit den Häkchen. Was wir jetzt noch machen ist, ich füge jetzt noch einen Schein nach außen hinzu, einfach hier unten dann bei Ebenenziel Schein nach außen. Und einfach standardmäßig beibehalten. Wichtig ist für den weiteren Verlauf, dass jeder Text eben in die gerastert wird. Jetzt klicken wir es auf Datei, Speichern. Und hier ist wichtig, dass das Ganze mit transparentem Hintergrund abgespeichert wird. Als PNG24. Ich zoome mal eben ein wenig ran. Wie wir sehen, bleibt der Schein nach außen so halbtransparent. Wenn wir ein GIF nehmen würden, würden sich da weiße Ränder bilden. Da GIF mit halbtransparent nicht klarkommt, das einzige Format, was damit klarkommt, ist dieses PNG. Auch das speichern wir ab. Einfach unter N Home Button. Auch der wird ersetzt. Jetzt noch wichtig, warum das gerastert werden, nicht gerastert werden soll. Jetzt können wir einfach einen Doppelklick auf die Ebenenminiatur machen, wird der Text markiert und dann können wir da einfach was anderes reinschreiben, beispielsweise Produkte. Ja. Und darum sollte es auch mittig sein, weil dann wird sich immer um den Mittelpunkt heraus der Text angeordnet. Und das wieder mit OK bestätigen. Wieder auf für Web und Geräte speichern. Speichern. Endprodukte. Ersetzen. Jetzt kommt noch ein kleiner Trick, falls ihr eure Website optisch ein bisschen aufpeppen wollt. Die sogenannten Rollovers. Dafür gehen wir einfach mit Rechtsmausklick auf das Ebenensymbol, gehen auf Ebene duplizieren. Als Dokumentstil nehmen wir neu. Jetzt nehmen wir jetzt mal Over Button. Das neue Dokument. Dann können wir hier wieder auf unsere Ebene gehen und wählen dann hier hellblau als Over Button. Bestätigen auch das wieder mit OK. Für Web und Geräte speichern. PNG24. Und Over Produkte. Das Ganze können wir jetzt auch nochmal wieder mit der Startseite machen. Abbrechen. So. Startseite. Bestätigen das Ganze wieder mit OK. Und wieder für Web und Geräte speichern. Speichern. Und O Home Button. Gut, damit werden die Vorbereitungen abgeschlossen. Was wichtig ist, ihr müsst jetzt diese Button speichern, damit ihr im späteren Verlauf die immer noch weiter ändern könnt. Einfach hier auf Datei speichern, Namen eingeben. Das dürfte eigentlich bekannt sein. Jetzt einfach alles schließen, was Photoshop hier hat. Und jetzt öffnen wir Dreamweaver.